So, herzlich willkommen zum neuen Video von WOM-Adventure. Ja, in diesem Video geht's zuerst in der Türkei noch River Rafting und dann geht's zur georgischen Grenze. Da seht ihr, wie das ungefähr abläuft, auch mit der Versicherung in Georgien, die man braucht fürs Auto. Und danach suchen wir einen Platz, dann fahre ich mich noch fest im Sand und dann fahren wir einen Pass hoch. Und auch da fährt sich jemand fest. Ja, das alles könnt ihr sehen in diesem Video und viel Spaß beim Schauen. Tschüss. So, wir fahren weiter von diesem schönen Schneeplatz. Wieder mal runter in die Zivilisation. Aber erst noch ein bisschen Bergfahrt. Er ist da hochgefahren, der Wahnsinnige. So, ein schönes Tierstressen über die Alpen. Ey. Nicht mehr große Pistenfahrt, sondern eine super Teerstraße, die da schön durchs Land führt. Ein paar schöne Steine angucken. Ey. Und es geht wieder zurück ins Tal. Mitten auf der Autobahn, da kommt, mitten auf der Alpenstraße kommt die Autobahn. Da gibt es nämlich einen neuen Tunnellauf. Extrem gefährlich, dritter Gang und ich muss immer noch bremsen, auch mit Motorbremse. Seht ihr sie noch von unten, die Straße, das ging so steil an der Felswand entlang. Ja, wir machen immerhin 2200 Höhenmeter, die es da runter geht. Und das zieht sich natürlich ganz schön in die Länge. Wir fahren jetzt runter zur Küste von dieser guten Straße und ja, ich melde mich dann irgendwann mal wieder, wenn was läuft. So, da fährt man einfach so in der Türkei rum auf einen einsamen Parkplatz und was hat es? Einen ganz tollen Wasserbrunnen. Jetzt braucht es Wasser für unseren Camper. Also, wir sind am Meer angekommen, stehen hier da an einem der wenigen Plätze, wo es einigermaßen ruhig ist, haben hier übernachtet und jetzt fahren wir weiter. Ja, wir haben einen Zwischenstopp hier gemacht am Meer und da haben die Einheimischen ganz, ganz kleine Hütchen, die sind groß wie Garagen und das sind ihre Sommerhäuschen. Und jetzt geht es wieder weiter, René fährt los. Ich glaube, er muss ein Stück durchs Wasser. Nee, durchs Wasser nicht, aber Schräglage. So kann man auch am Strand entlang fahren hier in der Türkei. Das ist alles. So, wir sind hier auf einer ganz schönen speziellen Brücke. Es geht steil hoch und steil wieder runter. Und da unten ist der Fluss mit River Rafting. Und wie immer mit dabei, die zwei Wölfe. Ja, so, wir haben uns auch entschieden, dass wir jetzt zum Raften gehen und warten hier, bis uns der Bus abholt. Und dann bekommen wir Helme, Paddel und Schwimmwesten und dann fahren wir 5 Kilometer den Fluss hinunter. So, da sind sie, die drei Helden. Jetzt geht es gleich zum Raften. Hey! Hey! Hey!
wir haben da bei einem Schulhof, hinter dem Schulhof, direkt am Fluss, in diesem Tal, wo wir gerafft haben, raffen oder wie das heißt, geschlafen. Und jetzt fahren wir da raus von dieser betonierten Felswand. Also es heißt geraftet, hat mich meine Lady belehrt. Also jetzt habe ich es gerafft, dass es geraftet heißt, da unter dem Fluss sind wir auch durchgefahren. Und jetzt fahren wir an die georgische Grenze und dann nach Georgien. Seit einer Stunde am türkischen Zoll an warten und plötzlich laufen da ganz viele Personen zu Fuß zum Schalter, vom Schalter nebenan. Tja, das kann noch dauern, ne? So, wir Passagiere mussten am Zoll aussteigen und außenrum laufen. Also es fährt nur der Fahrer mit dem Fahrzeug über die Grenze. Die anderen gehen zu Fuß. Und jetzt stehen wir hier an der Grenze zu Georgien. Und dieses Gebäude zeige ich euch mal. Das ist nämlich von einem Star-Architekten entworfen worden. So sieht es an der Grenze aus. Und wir sehen, die Georgier machen hier ganz viele Hamsterkäufe in der Türkei und kommen mit Gepäck und Tüten beladen wieder zurück nach Georgien, weil es da drüben wohl billiger ist. So, an der Grenze kann man sofort Geld wechseln, da wird es gleich irgendeine Möglichkeit angeboten und man braucht eine Versicherung fürs Auto. Extra muss man abschließen. So, wir sind durch den Zoll, es ging eigentlich alles gut und so sieht das aus. Hier sind alle Exchange-Buden und hier muss man eine Versicherung abschließen. Wobei, die verlangen ein bisschen mehr. Jetzt haben wir einen Tipp gekriegt, dass man das 7,5 Kilometer weitermachen kann im offiziellen Versicherungsbüro. Das zeige ich euch dann später, weil das suchen wir jetzt auf. Hier wollen sie 60 für einen Campingcar. Und also georgische Währung. Ja, jetzt gehen wir. So, unser erster Kilometer in Georgien. Und jetzt fahren wir zu dieser Insurance. Zu der Versicherung. Wir hoffen, dass die noch offen ist. Es ist zwar schon 7 Uhr abends. Wir sind noch unterwegs zu der Versicherung. Wir fahren hier an einer Burgmauer vorbei. Die Straße bei der Gulf-Tankstelle ist dieses Insurance-Zentrum. Also hier kriegt man die Versicherung zum offiziellen Preis, zu der Liste, welches ihr auch am Zoll kriegt. Und dann kriegt ihr da diese Versicherung. 45 Spezialcar konnte ich lösen. Das hat mir der Zöllner umkreist. Sie wollte zuerst das ändern. Dann wäre es teuer geworden. Aber ich habe mich dann durchgesetzt. Spezialcar kostet 45 georgische irgendwas. Weiß ich noch gar nicht. Ja, auf jeden Fall, ich habe jetzt meine Versicherung für 30 Tage. Und hier an der Tankstelle, ihr seht, hier hinten ist das Office, sollte angeblich 24 Stunden offen haben. Platz. So, wir fahren wieder raus vom Strand nach Batumi rein. So, wir sind jetzt in Batumi, in einer Stadt. Ja, Städte sind nicht so meins, aber da gibt es einen super Fahrradweg an der Küste entlang und das machen wir jetzt. Zeige ich euch noch schnell Batumi. Mehr kriegt ihr nicht zu sehen, weil ich gar nicht selber nicht viel anschaue. Also ein bisschen wie in London, ein Riesenrad, Türme, Hochhaus. Ja, wer es mag, he? Wie gesagt, ist nicht so meins. Das Schöne ist, hier campen ein paar. Inoffiziell, aber wird hier offenbar toleriert. Ein paar Backkeeper, oder wie die heißen.
Also Batum ist der Hammer, ey. Immer wieder so riesen Schlaglöcke, da geht es einfach mal 10 Santi oder noch mehr runter. Ja, nicht schnell reinfahren. Und extrem Verkehr und die nehmen jeden freien Platz. Man muss sich da durchkämpfen. Aber ich habe da keine Mühe, weil ich bin ja eigentlich auch einer, der ein bisschen nicht scheu ist. Aber sobald man rechts so viel Platz lässt, dann kommt einer von rechts oder einer von links. So ist das hier. Kühe mitten auf der Straße. Wir fahren jetzt aus Batumi raus. Endlich weniger Verkehr, aber immer noch viel. Dafür hat es jetzt mehr Verkehr in den Kühen. So, das ist hier der ganz normale Wahnsinn auf den Straßen. Ausfallstraße von Batumi Richtung Osten. Und ja, man muss halt Auto fahren können, gell? Wer schneller ist, kommt weiter vor, ganz einfach. So, der Sebastian hat sich da unten hingestellt für einen Übernachtungsplatz und er zieht gerade einen Mercedes eventuell raus. Zumindest versucht er es, der hat sich festgefahren. Oder ja, wir sind jetzt live dabei, ja. Ach René! Pomorschnik! René, du Rebell! Das ist jetzt ganz scheiße. Ja, was machst du denn für Aktionen? Hier. Machen wir mal den zuerst. Ja. Jetzt können wir. Weißt du, im Tief bin ich da drin? Ja, ich seh's. Ach, scheiße. Super gemacht. Ja. Oh, René, super. Da. So, der Sebastian zieht jetzt erstmal den ersten raus. Vielleicht muss er den René jetzt auch noch rausziehen. Der hat sich nicht voll festgefahren. Muss der René seinen Reifen freischaufeln. Boah, der hängt voll. Sandkastenspielchen am Abend braucht es jetzt eigentlich nicht, aber wir hängen voll in diesem Sandloch drin. Das war wie Treibsand. Jetzt muss uns der Sebastian auch noch rausziehen. Ne? So, René. Kannst du mal weiter drinnen? Mein Handy ist jetzt hier super. Scheiße. Aber guck mal, das Blech ist viel zu weit oben. Das ist zu weit oben, da muss noch mehr. Pass auf, noch weiter runterbuddeln. Wie ich dir schon gesagt habe, das ist ja ein kinetisches Seil. Ja. Ich gehe da mit ein bisschen Schwung rein. Ja. Und dann gibt es einen kleinen Ruck und dann zieht es dich hoch. Und da ist schon noch weiter runter. Perfekt! Gut vorbereitet, den Untergrund zum Rausfahren. Reifendruck runter, war ganz wichtig. Rad ausgraben, unterlegen mit Sandblech und Holzkeil. Obwohl er echt tief war. Also, prima! Super gemacht! So, wir haben es geschafft. Vario Power nennt man das. Hä? Und natürlich eine Auffahrrampe da reingebaut. Zum Glück war nur eines da, unten hat es Schlamm eben. Das hat ja Haftung gehabt. Rechts, links, Sandblech, plus noch ein Holzklotz, der ist dann irgendwo gelaufen.
Farbe und mit seinem homokinetischen Seil flups. So, nach diesem Abenteuer geht unsere Reise weiter. Manche fahren da rückwärts hoch, ich fahre vorwärts hoch. Und finde dann halt auf der Straße. Okay. Deswegen alles klar. Halt jetzt einmal nochmal rückwärts gesetzt. Jetzt bin ich auf der gleichen Spur. Ich habe die gar nicht gesehen. Und Serpentinenübung war das. So, dieses Bild sieht man hier häufig immer wieder. Die Kühe leben total frei hier. Was gibt's Schöneres? Ja, und jetzt seit langem wieder mal Regen. Und ich freue mich auf Regen. Temperatur ist jetzt auch angenehmer. Also, jetzt fahren wir zum, wie heißt der, Tuscheti Pass, soviel ich weiß, vermutlich. Ja, mal in die Richtung. Ja, ja, diese Kühlein da. Jetzt. Und die bleibt da schön. Ja, gut gemacht. Gut ist sie nicht gelaufen. So, langsam nimmt die Sache Passstraße an. Die schöne Straße ist vorbei, aber jetzt, ja, schlechte Straße. Zweiter Gang, mehr geht nicht. Es wackelt, ruppelt, huppelt. Oh, da vorne geht es nicht weiter. Für ein Weilchen. Weil sie, ja, da gab es wohl einen Erdrutsch. So, da machen sie die Straße breiter. Wir sind unterwegs zum Gozeri Pass. Gozeri? Ich muss nochmal schauen. Goderci Pass. Ja, diese Namen hier. Also Goderci Pass, wie auch immer. Peng, schon wieder eine schöne Straße. Frisch geteert, aber noch nicht ganz fertig. Ui, da kommt ein Gehoppel. Mal schauen, wie lange die geht. So, das war's wieder mit der schönen Straße. Die ging genau 1 Kilometer. Und dann ist der Teer ausgegangen. Man könnte meinen, wir fahren eine Baustelle durch. Aber ist es nicht. So, eine einspurige Umleitung. Weil die Straße da offenbar kaputt ist, da oben. Also es wechselt immer wieder ab zwischen Teerstraße und extreme Schotterpiste, wo du nur noch im ersten Gang fahren kannst. Und Teerstraße zwischen dritten und vierten Gang. Mehr liegt auch nicht drin. Ich will hier mal ganz stehen bleiben. Ich habe meine Pole Position freiwillig abgegeben. Jetzt fährt Sebastian wieder vorne. Und die Straße ist jetzt gleich wieder schlecht geworden hier, vielleicht wegen Felsstürzen. Bleibt mal lieber oben, ihr lieben Felsen, bis ich da durch bin und dann kann es von mir aus rappeln. Ja, so sieht das aus da. Felswand links, rechts geht es steil runter, aber die Straße ist genügend breit. Genügend breit, also. Für ein Auto, genau. Nicht für zwei. So, wir sind im Dorf Kulo angekommen. Und so sehen hier die Straßen aus. Naja, ich fahre jetzt halt da ins Loch. Ja, die Straße ist extrem. Ich versuche da, ja, die Beine zu spreizen, aber das geht nicht, das ist zu breit hier. So, da vorne geht es wieder mal nicht weiter. Ich habe den vorgelassen, aber jetzt fährt er gleich so weit vor. Da muss man manchmal Geduld mitbringen, weil die da die Straße oder was der Geier weiß, was die da machen. Egal, wir haben 2 Minuten Wartezeit, die machen da eine Stützmauer. Offenbar. Und jetzt geht's weiter.
durch die Baustelle. Das ist ein Erlebnis da, jetzt da durch den Dreck. Ja, gut, da habe ich meinen Auffahrschutz hinten schon hochgetan, weil der kommt bei Sebastian bald mal am Boden an. Ja, das ist mal eine geile Karuze. Ja? Straße, Teer, oh, das Gute. Fertigmassage. Also, wir waren zwar unterwegs zum Goderci-Pass, gehen aber nicht über den. Wir nehmen da einen anderen, der ist nicht so bekannt. Ist nicht so bekannt und deswegen ziehen wir jetzt den vor. Und das Wetter schlägt auch um, morgen soll es den ganzen Tag regnen. Ja, ja. Und die Zeit, ja, ganz Georgien ist ja auch noch da. Deswegen haben wir diesen Pass entschieden. Wir sind da voll in den Bergen und hier ist echt was los. Die Ernte ist Stroh, Heu und wir sind vorher falsch gefahren. Wir müssen eigentlich da hoch. Lauf, uiuiui. Der Pass heißt Chiaderi. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, und jetzt haben wir, ja, Chitapas. Chitla. Ja, auf jeden Fall ist das jetzt eine ganz enge Straße und die Straße macht mir keine Sorgen, aber ich hoffe, dass mir da kein Ast oder Baum im Weg ist, neben meiner Höhe. Also die Dörfer sind geil. Aber hier fährt keine Sau drauf, weil der einfach nicht so bekannt ist. Und das macht ihn genau attraktiv. Jetzt eine andere Nummer. Es ist ziemlich steil. Untersetzung drin, kleinster Gang. Der Pass ist, glaube ich, 2500. Aber wir sind da noch weit, weit unten. Ja, absolut geile Strecke. Es ist manchmal sehr eng, schräg. Rechts schräg, links Bäume. Da muss man irgendwie durch. Also sehr, sehr schmal. Naja, irgendwann haben die Baugrenze erreicht. Dann gibt es keine Bäume mehr. Total andere Welt, hä, Sandra? Ja, absolut. Das ist echt Wahnsinn, wie die hier leben. Uralte Autos. Ja, das sind überall richtige Museumsstücke noch aus der Sowjetzeit. Ja, von denen hat es hier ganz viele. Keine Ahnung, was das für welche sind. Ihr wisst es sicher besser wie ich. Zuerst auf 1500 Meter und der Pass ist, glaube ich, 2500. Noch 1000 Höhenmeter, aber uns reicht es. Es dunkelt ab, wir sind im Nebel und morgen wird es natürlich nicht besser aussehen. Aber wir suchen jetzt da irgendwo hoffentlich einen Platz, wo wir gerade stehen können. So, ich muss rückwärts setzen, weil da ist offenbar eng. Keine Ahnung, was der will. Stau auf der Autobahn. Er ist, glaube ich, irgendwie einen Stein gefahren da. Der alte Kamerad schiebt hier ihn rüber. Guck dir das an, ey. Und der rutscht sogar. Er schiebt ihn rüber. Das ist mal geil, ey. Und er ist tatsächlich ein Stück rüber gerutscht. Mit dieser kleinen Kiste. Rechts ist ein Graben, links ist ein Heuhaufen. Was habe ich lieber? Heuhaufen. Aber es passt. So, Wegerklärung. Der zeigt uns jetzt hoffentlich einen Schlafplatz. Eigentlich wollten wir hier auf eine Wiese fahren. Ja, so halb uneben. Aber jetzt kam da einer.
Der fährt gerade hinter uns und sagt dir gleich weiter, 500 Meter hätte es eine bessere Stelle. Ich hoffe, wir haben ihn richtig verstanden. Ja, werden wir sehen. So, wir sind hier angekommen auf der Wiese und jetzt Nebeleinsatz. Nach dem schönen Stellplatz im Nebel hat sich der Sebastian heute Abend festgefahren. Irgendwie jeden Abend aktuell das gleiche Spiel. Jetzt muss der René ihn rausziehen und das im Nebel hier auf 1500 Meter Höhe. Bei der Fahrt zum Stellplatz oder besser gesagt zum Schlammplatz von Sebastian folgen gerade mal alle Hunde hinterher im Nebel. Selbst damit. Ja, so Stück für Stück. Ja. Geht schon. Ja. Drunter ist weich. Oben die Grasnarbe ist hart, drunter ist weich, das ist genau das Problem, gell? Ja. Deswegen, René, ich hatte das Seil so hingelegt, weil ich glaube, dass die Richtung die beste ist zum Ziehen. Du musst in die Richtung. Okay. Ich glaube, das ist die beste Richtung, weil ich dann mit dem Heck ein bisschen in das Freigegrabene rutschen kann. Ja, alles klar, ja, ja. Du musst bloß gucken, wenn du daher fährst, dass du nicht anweichen lassen. Nee, deswegen, ich habe ja vorhin schon geguckt. Ja. Da ist ja. Hier war noch alles fest, René. Bitte, guck mal, René. Hier so, diese Richtung, weißt du? Eigentlich, wo das Seil jetzt liegt. Ja, ja. Wo das Seil liegt, hier. Ja, ja. Da mit der Front hin und strack in diese Richtung, denn hier hinten scheint alles fest zu sein. Weil da habe ich Pfützen gesehen. Und hier sieht es. So, mit Doppelseil ist es jetzt sicherer, weil aus dem Schlamm ziehen braucht doch enorm viel mehr Kraft als aus dem Sand. 3, 1, los! Das ging ja locker flockig. Ich hab dich trotzdem da durchziehen können, he? Locker ja. Eigentlich. Ja. Ja, du bist eigentlich noch tiefer in die Scheiße. Also mit zwei Rädern. Ja, mit zwei Rädern und zwar und du kannst es nicht rausschaufeln, du kriegst es ja kaum raus. Ja, das weißt ist du? Das Schlimmste, was es gibt. So, das war's wieder von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, Daumen hoch und danke fürs Zuschauen. Und ja, wir sehen uns bald wieder. Bis später. Tschüss.